Training nach Kreuzbandriss. Meine größten Fehler. Ich hatte mit 18 und 21 jeweils einen Kreuzbandriss. Und der eine war links und der andere war auf der anderen Seite rechts. Sodass für mich also auch ganz klar war, dass das Transplantat oder die OP überhaupt keinen Einfluss auf das Knie haben konnte, dass das die Ursache war, warum ich mich jetzt nun gerade wieder neu verletze. Und das war für mich dann auch dieser springende Punkt, dass ich mich gefragt habe, okay, was läuft bei mir eigentlich falsch? In der Kindheit eine ganz andere Sportart gemacht. Ich habe rhythmische Sportgymnastik gemacht, wo man also viel Dehnung braucht und viel Propriozeption braucht. Also das heißt Körper wahrnehmen, man muss einbeinige Stände und so machen. Aber ich hatte mit 16 Jahren erst mit Volleyball angefangen. Und das war einfach eine komplett andere körperliche Belastung, an die mein Körper nicht gewöhnt war. Ich hatte dann relativ schnell das Trainingspensum gesteigert. Und das Ganze hat dann im Spiel irgendwann dazu geführt, nachdem ich quasi so ein Jahr trainiert hatte im Volleyball. Wir hatten dann also Spiel, das war auch eigentlich damals so mein bestes Spiel, so bis zu dem Zeitpunkt zumindest. Heutzutage spiele ich, glaube ich, doch etwas besser. Aber in dem Spiel war ich halt einfach, habe viele Punkte gemacht, ich war super motiviert und dann bin ich auf den Boden aufgekommen. Und das Problem war, dass mein Schuh halt einfach, ich hatte dann neue Schuhe, nicht, ich hatte vorher so ältere, die hatten auch nicht so viel Haftung. Ja, naja, wir wollen ja auch sehr viel Haftung. Und kurzum, ich bin dann aufgekommen und ich hatte irgendwie erwartet, naja, ich schlitte halt irgendwie zur Seite oder ich würde mich eigentlich zur Seite fallen lassen. Kurzum, ich war aufgekommen und dann hat sich mein kompletter Oberschenkel seitlich über den Unterschenkel weggeschoben. Und ich habe damit einfach nicht gerechnet. Und mein Körper war auch auf solche Situationen nicht vorbereitet, weil ich halt quasi vorher nie mit solchem Schuhwerk gespielt hatte. Vielleicht 2, 3 Trainingseinheiten und dann kam eben diese Match-Situation. Und das Ganze kombiniert hat dann dazu geführt, dass ich mich verletzt habe. Aber das konnte ich damals noch nicht sehen. Ich konnte das damals noch nicht realisieren oder verstehen, warum ich, trotz meiner Sportlichkeit, dass mir da so gewisse Dinge in meiner körperlichen Ausbildung schlichtweg gefehlt haben. Dass mein Körper mehr Zeit gebraucht hätte, sich an dieses neue Schuhwerk zu gewöhnen. Und dass tatsächlich auch die Interaktion zwischen Schuhwerk und Boden ein Risikofaktor ist, ein bestätigter Risikofaktor in der Literatur, sich Kreuzbandrisse zu holen. Also es ist kein neues Wissen, dass zum Beispiel, warum sich auch gerade so viele Jugendliche im Fußball die Kreuzbänder reißen, ein großes Problem ist, dass die Stollenschuhe für Erwachsene ausgelegt sind. Das heißt, die haben eine bestimmte Länge und du brauchst auch ein bestimmtes Gewicht. Und jetzt sind die Jugendlichen aber viel leichter. Und die haben aber trotzdem diese stiefen Stollen. Und das heißt, der Körper kann eigentlich noch nicht mit diesen hohen Drehmomenten, die dann entstehen, wenn sie quasi die Stollen rammen sich am Boden rein und wenn sie sich jetzt drehen. So, und wenn man das Ganze halt nicht weiß, dann trainiert man die Sachen auch nicht und dann trainiert man halt schlichtweg an den falschen Stellen und man trainiert komplett dran vorbei. Und das ist genau das, was bei mir, ehrlich gesagt, in der ersten Reha passiert ist. Ich habe dann, nachdem ich den ersten Kreuzbandriss hatte, es war relativ klar, was ich zu tun habe, denn meine Schwester hatte schon 2 Jahre vorher auch einen Kreuzbandriss gehabt beim Trampolinspringen, ganz anderes Szenario. Bis heute ist es nicht klar, wie das passieren konnte, aber kurzum, wir hatten gute Erfahrungen mit einem Arzt gemacht, also bin auch ich zu diesem Arzt gefahren und es hat auch alles geklappt und es war auch alles okay. Und ich habe dann also, auch weil ich privat versichert war, schon gar nicht so wenig Physiotherapie bekommen, aber Frau Friese wusste es ja damals alles besser und hat dann gesagt, ja, Propriozeption und sowas, das brauche ich doch nicht. Und ich war halt total auf Kraft fokussiert. Das war einfach so das Nonplusultra für mich. Und daran sieht man einfach, dass nicht nur Training an sich, sondern auch was ich im Training trainiere, unglaublich wichtig ist dafür, um eben nicht sich wieder zu verletzen. Und damit will ich also auch meinen ersten Fehler jetzt direkt sagen. Und zwar, mein Fokus war viel zu sehr auf dem Kraftsport und dabei auch noch viel zu sehr auf den falschen Übungen, und zwar die geführten Übungen. Und viel wichtiger ist es aber, dass der Körper wieder lernt, funktionell zu arbeiten, denn das ist auch das, was du hinterher auf dem Feld brauchst. Nicht, dass du dein Knie strecken und beugen kannst, sondern dass du wirklich in komplexen Bewegungen sicher interagieren kannst. Der zweite Fehler von mir war, auch wenn ich mir das heutzutage gar nicht mehr vorstellen kann, ich habe geglaubt, wenn ich jetzt meine 6 Monate warte, dass nach 6 Monaten so ein Switch kommt und dann ist alles gut. Dann kann ich wieder aufs Feld und dann ist alles super. Nein, so funktioniert der Körper nicht und so funktioniert die Biologie auch nicht. Also in gewissem Maße ist es natürlich schon so, dass die Zeit Wunden heilt, das ist richtig. Das heißt, bestimmte Prozesse wie das Einheilen vom Transplantat, der Umbau des Transplantates, das sind biologische Prozesse, die brauchen auch eine gewisse Zeit. Und deswegen wird auch immer davon gesprochen, dass man vielleicht bis zu 2 Jahre mit dem Wiedereinstieg warten sollte. Zumindest argumentieren das manche Autoren aus biologischer Sicht. Hier ist nämlich das Problem, dass das Transplantat durchläuft eine Umbauphase und wird quasi in gewissen Phasen schwächer. Das ist okay, man kann trotzdem auch vorher schon wieder einsteigen, aber genau deshalb ist es besonders wichtig, dass man muskulär eben richtig, richtig gut austrainiert ist
um dieses Transplantat, was vielleicht eine etwas schwächere Phase dann in dieser Wiedereinstiegsphase durchläuft. Die Studien sind da auch nicht ganz klar, man ist sich da nicht ganz sicher. So 9 Monate bis 1,5 Jahre wird gesprochen, je auch nach Transplantatwahl. Ja, aber dass man da einfach funktionell gut auftrainiert ist, damit das Kreuzband eben möglichst gut entlastet ist, egal was ich tue, und dann passiert dem Transplantat auch nichts. Und da, das war mir überhaupt nicht klar, denn alle Ärzte haben ja auch damals gesagt, naja, ich sage nach 6 Monaten, andere sagen nach 9 Monaten. Und das ist auch das Spannende, dass in der Forschung ganz klar zu erkennen ist, dass die Kriterien, nach denen die Ärzte die Leute wieder spielen lassen, einfach komplett subjektiv und random sind. Das heißt, es gibt inzwischen die ganz klaren Bedingungen, du solltest das und das und das, das zumindest machen, um dein Risiko zu senken. Aber häufig, ja, wissen die Ärzte das ganz grob, aber selbst wenn sie es wissen, haben sie ja nicht die Zeit, mit dir diese Tests durchzugehen. Das heißt, du müsstest dann wieder in ein Testlabor gehen, dann müsstest du in der Regel relativ viel Geld bezahlen. Wenn du ganz viel Glück hast, hast du eine super gute Physio, die diese Dinge mit dir schon irgendwie nach und nach macht. Andererseits brauchst du dann auch wieder ein Rezept, dass du zur Physio gehen kannst, oder du musst eben die Physio zu dem Zeitpunkt dann selber bezahlen. Und das tun dann viele nicht, und deswegen ist es halt bei vielen eben bis heute auch noch so, dass sie sagen, naja, nach 6 bis 9 Monaten sehe ich den Arzt und der sagt mir dann, es ist ja alles gut. Und dann sind sie halt, weil der Arzt ist ja immer noch eine super wichtige Person bei uns im Gesundheitssystem, und der ist auch wichtig, aber es wird eben nicht gesehen, dass er quasi für die OP, dass er dort der Experte ist, aber dass er, was diese ganzen sportmedizinischen Themen geht, vielleicht nicht immer der ideale Ansprechpartner ist. Es gibt natürlich auch einige Ärzte, die sind extrem gut eingelesen, die nehmen sich auch die Zeit, aber ich würde mal sagen, der Regelfall ist halt eher, ja, dass sie halt so ein bisschen Basic-Wissen haben, aber vor allem haben sie auch nicht die Zeit, es so genau mit einem zu machen. Denn so ein Screening, würde ich sagen, dauert mindestens 1/2 Stunde, wenn man es so halbwegs gut machen möchte. Und damit sind wir dann also bei dem Punkt, dass die Ärzte den Athleten sagen, ja, jetzt nach 6 oder 9 Monaten ist alles wieder tippitoppi und die Leute laufen los. Und im Endeffekt haben sie aber trotzdem noch super viele Defizite und laufen damit eben das Risiko, und das sehen wir nun in den Studien, dass sie sich einfach neu verletzen. Das ist ein Grund oder ein Problem in unserem Gesundheitssystem, dass wir viel, viel Geld für so eine Operation bezahlen, in der Regel, glaube ich, so 6.000 bis 8.000 Euro, und dann aber in der Nachsorge nicht gut nachgesorgt wird und dann verletzen sich die Leute erneut. Wo ich mich dann frage, okay, wäre es nicht viel sinnvoller, ein bisschen mehr Geld in diese ganze Return-to-Play-Geschichte zu stecken? Wäre das nicht irgendwie günstiger und für die Patienten auch besser, als quasi sie frühzeitig loszulassen und eine ganze zweite OP wieder bezahlen zu müssen? Ja, ist jetzt nur meine Meinung an dieser Stelle, aber zeigt so ein bisschen die Komplexität. Also, das war mein zweiter Fehler. Ich habe mich einfach auf die Zeit verlassen und habe geglaubt, ja, das passt alles schon wieder, wenn diese 6 Monate durch sind. Ganz, ganz wichtig ist hier halt auch noch zu sagen, wir sind inzwischen in der Forschung davon weg, zeitbasierte Reha zu planen, sondern wichtig ist, das funktionelle Planen, kriterienbasiert zu planen. Das heißt, der schrittweise Aufbau von bestimmten Fähigkeiten, um dann möglichst schnell dahin zu kommen, wo ich wieder hinkommen möchte. Der dritte Punkt, der bei mir wohl, also ich hätte damals gesagt, das war nicht so schlimm, aber ich weiß, meine Physio, die mich betreut hat und auch das zweite Mal meinte so, Gott, beim ersten Mal, du hattest ja vor allem Angst. Also bei mir muss ich halt auch sagen, ich hatte super wenig Aufklärung, quasi nichts. Und man hat immer geglaubt, ja, das Transplantat reißt sofort oder es reißt aus. Also wenn ich gewusst hätte, wie stark dieses Transplantat ist und wie viel das ab kann und auch die Verankerung und wie wenig Belastung bei vielen Übungen überhaupt auf das Transplantat wirken und ich wirklich komplett gedankenfrei machen kann, es hätte ja meine ersten Monate total vereinfacht. Also ich hatte ja schon Schiss gehabt, wenn die Physio ankam und von oben auf mein Knie gedrückt hatte. Und da habe ich immer schon gedacht, oh Gott, das Ding reißt durch oder so. Also nein, es reißt nicht sehr durch. Und es ist auch so, dass wenn ich meine Sachen sozusagen nach und nach aufbaue und strukturiert aufbaue, dass auch so ein Transplantat nicht schnell reißt. Also ich bin zum Beispiel auch, meine ich nicht gut, also meine Eltern haben ein großes Haus, 3 Stockwerke, und dann muss natürlich Treppen gehen, und irgendwann bin ich dann Treppen gegangen und hatte irgendwie, ich glaube, mich mit der Krücke versetzt und musste mich dann also so kurz auf diesem Bein abfangen. Und ich habe wirklich so eine Angst gehabt, dass dieses Transplantat gerissen ist, was jetzt heutzutage mit dem Wissen, was ich habe, absolut utopisch ist. Also solange ich da jetzt nicht irgendwie die komplette Treppe runterfalle und mein Knie dabei verdrehe und das ganze Ding wieder dick wird, muss man jetzt wirklich nicht davon ausgehen, dass das Transplantat dadurch reißt. Dafür sind einfach die Kräfte, die dabei entstehen, nicht groß genug. Aber das sagt einem keiner. Und diese Unwissenheit, die versetzt einen halt in viel Angst, und das zieht sich dann auch irgendwo durch die Reha. Das sorgt dann dafür, dass man auch nicht so schnelle Fortschritte macht. Und ja, deswegen hier also auch vielleicht nochmal der Unterschied,
damals, als ich betroffen war, das war so 2000, hui, vor meinem Abi, 2008, 2007. Also da war die ganze Internet-Ära auch noch nicht so ausgebaut. Man konnte sich auch noch gar nicht so informieren, geschweige denn im deutschen Raum. Im englischen Raum war das sicherlich schon auch ein bisschen mehr. Das heißt, es gab auch nicht die Möglichkeit, sich zu informieren. Und jetzt heutzutage ist es natürlich ganz anders. Wenn man auf YouTube geht, wenn man auf unsere Seite geht oder auf unseren YouTube-Kanal geht, dann kriegt man inzwischen super viele Informationen, die einem weiterhelfen, aber das gab es halt nicht. Und deswegen hier also mein ganz, ganz starkes, mein Hinweis oder mein Rat an euch. Nutzt die Informationen, nutzt die Quellen, fragt die Leute, guckt euch die Erfahrungsberichte an. Also es gibt inzwischen wirklich sehr, sehr viel, um einfach euch mal klar zu machen, wie komplex dieses Thema ist, was man alles beachten muss, aber auch, wovor man sich vielleicht keine Angst machen muss. Also was kann ich denn eigentlich machen? Und hier nur mal so ein kleiner Hint, du kannst Kniebeugen ohne Probleme ab Tag 1 machen, wenn du keine Schmerzen dabei hast und wenn du keine Schwellung hast. Du kannst Ausfallschritte machen, du kannst sogar eine Plank machen, das ist alles kein Problem. Alles, was in der Kokontraktion ist, belastet dein Kreuzband herzlich wenig, dein vorderes Kreuzband. Und von daher, also Wissen ist da wirklich ein ganz, ganz zentraler Key, um deine Angst einfach zu minimieren und gleichzeitig deine Trainingsplanung zu optimieren. Und das bedeutet aber auch viel Zeitinvestment. Wenn du dieses Zeitinvestment nicht unbedingt aufbringen kannst, weil du einen Job hast, weil du das hast, weil du, keine Ahnung, dich vielleicht auch nicht so intensiv jetzt ewig mit einem Thema auseinandersetzen kannst und vor allem, weil dir natürlich auch ein gewisser Erfahrungsschatz fehlt. Natürlich ist es noch besser, wenn du einen Experten an deiner Seite hast, der einfach all das schon weiß, der genau weiß, wo diese Fallen sind, die entstehen können in so einem Reha-Prozess und der dir gezielt hilft, diese Stolperfallen zu umgehen und möglichst schnell an dein Ziel zu kommen. Und genau das sind solche Experten wie wir bei Knieathletics, die eben schon seit mehreren Jahren jetzt darauf spezialisiert sind, digital Leute zu begleiten, erfolgreich in ihren Sport wieder einzusteigen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn du Probleme hast, dann melde dich gerne bei uns, trag dich für ein Beratungsgespräch ein. Dann können wir gucken, ob und wie wir dir helfen können. Und ansonsten hoffe ich, dass dir das Video wieder einen gewissen Mehrwert gebracht hat. Wir freuen uns immer über nette Kommentare und einen Daumen hoch. Und ansonsten freue ich mich, dich im nächsten Video auch wieder begrüßen zu dürfen.